Ja, herzlich willkommen zurück bei der wahrscheinlich letzten Session mit Metroid Samus Returns. Ja, beim letzten Mal haben wir einen schönen kleinen Break eingelegt. Wir sind vor dem finalen Bosskampf. Ja. Ich hoffe, ihr konntet die Spannung noch ertragen oder habt in der Zwischenzeit bei YouTube nachgeschaut oder die beste Lösung von allen, ihr habt selber gespielt. Das will ich doch mal ganz schwer offen, denn dieses großartige Spiel hat es auf jeden Fall verdient. So. Gut, dann würde ich sagen, wir sind ganz dicht dran. Jeder kennt die Stelle, hier geht's abwärts, genau wie im Original auch. Und ja, ich rüste mich schon mal ein bisschen aus. Veränderliche hier nochmal die Steuerung und dann geht's los. So, Mann. Ja, da sehen wir das Riesenbiest auch schon. Und das hat auch immer genauso schlechten Mundgeruch wie eh und je. Ja, dann wollen wir mal. Was hast du denn Schönes vor? Also es hat auch viel mit Mundgeruch zu tun, Spoiler-Alarm. Ne, diesen heißen Atem. Oh je. Geht das auch noch an der Decke entlang? Aber wir können wieder unten stehen. So, noch mal ein bisschen hier ran. Vorsichtig mit unserem Super-Missiles sein, die wirklich nur dann abschießen. Oh, scheiße! Boah, ey, zwei Tanks weg. Alter Verwalter. Ja, das kostet richtig viel. Ja, zum Glück kriegen wir manchmal ein paar... Oh, das hätten wir kommen können. Ich glaube, das habe ich bei der noch nie geschafft. Deswegen weiß ich auch nicht, was da für eine Animation auf uns wartet. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das... Nee, doch, ich glaube, das habe ich doch schon mal geschaut. Ich glaube, ich weiß auch noch, was auf uns wartet. Weil jetzt brauchen wir erstmal... Ach, scheiße. Ich wollte sagen, Konzentration. Aber dann werden wir zurück zum Pinball für diese grünen Säure-Dinger. Ach, scheiße, hätte ich den Spider-Ball nutzen müssen. Ja, muss mir so ein bisschen das Angriffsmuster wieder verinnerlichen. So, hier muss man jetzt am besten irgendwie eine Lücke finden, dass wenn... das Spiel jetzt nicht ruckelt und ihr gleich ein Erdbeben verursacht, dass wir nicht da hier auf die Oberlippe fallen oder in das Feuer. So, ne, diesmal nicht. Ja, ich bin mir sicher, das Konter habe ich bei der schon gemacht, denn fehlt noch irgendwie was, womit wir hier richtig zusetzen können. Ich glaube, das geht nur durch das Kontern, wenn ich mich da noch recht entsinne. Ja. Genau so. So, wir nehmen den Grapple Beam. Knocken sie aus. Aktivieren unbedingt den Schutz hier, sonst würden wir hier einen Haufen Energie verlieren. Und dann legen wir schön mal eine Powerbombe in ihrem Innersten ab. Ne, genau ähnliche Schwachstelle wie im Original, nur da hatte man keine Powerbomben. Und bei Metroid... Aber da kommen wir sie hier runter. Ich schieb zurück. Ach scheiße, da hätte ich hochspringen müssen. Oh Mann, ey. Das ist ein Treffer, der kostet so viel. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Und ja. Zeit. Was macht sie? Oh, scheiße, jetzt kombiniert sie das und ich versemmel die ganze Scheiße volle Pulle. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Mit Glück könnte man noch einen Treffer überleben. Zeit, dass wir hier diesen Schutz aktivieren. Da dürfen wir aber auch nicht zu viel von verlieren, denn sonst geht unsere Konterattacke nichts mehr nützen. Dann werden wir... Das werden wir in ihrem Innersten nicht überleben.
Cargo und ein bisschen Lebensenergie zurück. Komm, jetzt gibt mir noch so einen schönen Kopfstoß. Jawoll! Jawoll, jawoll, jawoll. Schnell rein da. Vielleicht reicht es, dass wir sie erledigen können. Ich weiß es nicht. Sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Oh yeah! Haben wir uns doch nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Das war echt verdammt knapp. Also diese kombinierte Attacke ihrer Flammenwand und ihrer grünen Säurekristalle da, das... Boah, das hat uns mal echt so einiges an Tanks da geraubt. Wie gut, dass wir ziemlich viele gefunden haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir alle haben, aber... Okay, wir haben es überlebt. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Und... natürlich... könnten wir uns jetzt eine Menge Ärger vom Hals schaffen, oder? Ja, eine Legende ist geboren, ne? So, dann wollen wir uns doch mal auf den Rückweg machen. Und ja, diese Blöcke, die wir schon sehr lange im Spiel kennen, die können tatsächlich von unserem Freund hier kaputt gemacht werden. Und hier seht ihr jetzt eine Änderung zum Original, denn im Original waren hier schon gar keine Gegner mehr. Und auch keine Speicherstation. Aber wir hören einen Remix der gleichen Musik. So, und ihr habt es vielleicht auch schon wegen diesen Blöcken hier vielleicht auch schon eins und eins zusammengezählt. Ja, die können wir nur mit diesem kleinen Metroid kaputt machen und einige dieser Blöcke waren ja schon so ziemlich am Anfang des Spiels und ja, das heißt eigentlich nichts anderes, wir können den kleinen Freund hier durch das gesamte Spiel mitnehmen und an unserer Seite haben, um das gesamte Spiel dann auf 100% noch voll zu kriegen. Ja, und ich würde sagen, da machen wir noch mal ein bisschen vom Gebrauch. Ein bisschen, wie hieß es im Speedrun-Fachjargon immer, der Cleaning-Process. Hat man ja so gerne mal dazu gesagt. Und das nehmen wir jetzt mal auch in Angriff. So, und der Kleine hat offensichtlich sehr viel Spaß daran, das hier kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ist das Metroid-Nahrung oder stärkt man da die Sinne mit? Ich weiß nicht so recht. Wir laden auf jeden Fall erstmal wieder unsere Munition auf. So eine Energienachladestation wäre übrigens auch was Tolles. Ja, da oben ist noch eine Super-Missile, da können wir doch mit Sicherheit und mit unserer Slow-Motion-Technik drüber. Ja, es war klar, dass sie kaputt gehen. Wäre sonst doch ein bisschen zu easy, oder? Jetzt natürlich noch im Hinterkopf vielleicht haben. Ja, warum drückt der nicht auf die Tube? Die Zeit läuft doch auch. Tut sie, aber wir haben ohnehin schon so viel Zeit verbraucht. Und wir sind ja auch fast da. Ne? Wir haben jetzt quasi einmal dann eine Runde gedreht mit diesem Fahrstuhl.
kommen jetzt dann, wie das auch schon im Original der Fall ist, ja, zur Planetenoberfläche zurück. Und da ist inzwischen, ja, es ist ein bisschen dunkler geworden, hat es so irgendwie den Anschein. Und auch die Musik klingt irgendwie nicht so ganz freundlich. Liegt da vielleicht noch irgendwas im Busch? Will uns da jemand eine Nachricht senden oder ist der Planet dem Untergang geweiht oder ist einfach nur schlechtes Wetter und wir nehmen das Ganze auch noch viel zu große Schippe gerade. Wir werden es gleich herausfinden. Oder vielleicht mache ich nochmal ein Breakfeuer. Nein, ich denke nicht. Es fehlt ja nicht mehr viel. Ich denke, das ziehen wir jetzt durch. Es sei denn, das Spiel stürzt irgendwie vorher noch ab. Denn das hatte ich nämlich schon fast wieder vergessen. Laut dem Kompatibilitätsbericht der offiziellen Seite des Emulators also wurde dieses Spiel eingestuft mit der Wertung, dass man es nicht zu Ende spielen kann. Und wenn das jetzt der Fall ist, dann sollte jetzt ja in Kürze das Spiel nicht mehr weitergehen, oder? Es sei denn, da hat sich irgendwas getan oder sie haben es vielleicht nicht auf die allerneueste Version getestet. Das Ganze ist behoben worden. Auch wieder so eine Sache. Vielleicht ist deswegen hier auch alles so finster geworden. Und die Musik ein wenig besorgniserregend. Formulieren wir es so mal am besten, ohne nicht so professionell zu klingen. Naja. So, da haben wir einen Teleporter. Den können wir jetzt nutzen. Und ja, dann würde ich mal sagen, holen wir uns noch mal ein paar Items, die wir ausgelassen haben. Oder? Obwohl, ja, da fehlt auch noch. Da fehlt auch noch was. Da ist noch eine Supermissile-Tür da hinten. Das ist der nächste Teleporter, den wir da hinnehmen können. 71,4%. Ja, können wir uns mal holen. Vielleicht ist ja noch eine Supermissile dahinter oder ein Energietank. Ich weiß es gerade nicht so. Oder Powerbomb vielleicht auch. Schauen wir doch einfach mal nach. Haben ja eh gerade nichts Besseres zu tun. Außer das Spiel zu beenden. Ah, Moment mal. Ich glaube, dass wir eigentlich mal doch hier näher sind. Da unten sehe ich nämlich noch was. Was wir noch nicht eingesagt haben. Ja. Hätte ich doch fast übersehen. Ne? Oh, eine Powerbombe. Ja, schön. So, damit lässt sich's leben. So, dann können wir jetzt hier hoch lang gehen. Hier oben lang gehen. Aber im Endeffekt hätten wir das ja sonst auch auf dem Rückweg holen können, aber ist doch auch scheißegal. Irgendwie, irgendwo hätte das schon funktioniert. Können wir auch noch mal ein bisschen die gute alte SR388 Oberflächenmusik genießen. Mal schauen, was sich hier so ohne die Metroids getan hat. In der Anfangsebene. Nicht sehr viel, außer dass sich da jetzt so ein paar normale Gegner breit gemacht haben, die nun keine Angst mehr haben müssen, von eben Metroid ausgesaugt zu werden. So, und das Ganze für eine Supermissile, das lasse ich mir doch gönnen. Die sind extrem nützlich. So,
So, sind wir bei 85,7%. Was haben wir denn noch übersehen bloß? Aber hier von der anderen Seite. Das kennen wir doch auch noch. Da habe ich doch gegen Anfang noch. War das hier, wo ich dann noch versucht habe mit dem. Oder nee, nicht versucht. Ich bin da auch mit dem Bombensprung hochgesprungen. Weiß nicht, ob das hier war oder irgendwo hier in der Nähe, auf jeden Fall beim Anfang. Da können wir gar nicht. Ach scheiße, da kommen wir gar nicht an diese Tür da oben ran. Ja, das ist natürlich scheiße.